Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Risen 3 Titan Lords bzw. Necrolords. Wird bald fallen, denn wir haben endlich sind wir soweit, mental zumindest vorbereitet, dass wir die Totenkopfinsel bereisen können. Wir waren in der letzten Folge schon einmal ganz kurz da, sind dann aber nochmal nach Kalador zurückgereist, weil eine Quest abgebrochen wurde. Davon haben wir dann noch eine kleine Subquest gemacht, aber die Questreihe mit Mendoza wird auf jeden Fall nicht mehr machbar sein, weil wir können mit dem einfach nicht mehr reden, um die Quest abzuschließen. Weil wir zu viele Seelenpunkte haben. Die haben wir auch auf 100 voll gemacht, noch die letzten 9 in der letzten Folge. Und haben nun, wir waren hier auf der Nebelinsel, haben da Dinge getan. Wir haben die Insel der Diebe erkundet und so weiter. Ne, ihr wisst es ja bereits. Es bleibt also nicht mehr allzu viel übrig, vor allem wenn man unsere Questliste guckt. Da ist nicht mehr allzu viel, was man machen könnte. Ne, wir haben eigentlich Spiel auf 100%. Ich wüsste nicht, was wir noch machen könnten, vor allem hier auf Taranis. Da haben wir alles erkundet, was es zu erkunden gibt. Und wollen uns nun, wie gesagt, auf die Totenkopfinsel begeben und unsere Seele zurückerlangen und die Welt retten. Wäre bestimmt auch nicht so schlecht. Ja, ich möchte hinreisen, natürlich. So, auf geht's. Und unsere Armada, unsere gesamte Piratenallianz und Allianz mit den Magiern und mit den Dämonenjägern und wer nicht noch alles dabei ist. Such dir wen anders zum Reden. Ist anscheinend auch hier. Gut, dich zu sehen. Und hoffentlich bereit zu kämpfen. Kapitän, großer Held. Ja, und hoffentlich rettet der Menschheit oder bald gar nichts mehr. Wir setzen zum Strand. Und werden sofort angegriffen. Edward, mitkämpfen. Da, Shergen. Ich wollte schon fast Mendoza angreifen. Boah, ich darf mich nicht mit dem unterhalten. Sonst ist er gleich wieder weg. Und wir dürfen niemanden verlieren. Wahrscheinlich steht wieder irgendjemand im Weg. Wie die Wache zum Beispiel. Es ist echt grauenhaft. Ich treffe immer die Falschen. Das ist als Magier natürlich etwas blöd. Aber die ganzen wichtigen Charaktere, die können anscheinend eh nicht sterben. Die werden einfach bewusstlos. Okay, ja gut, dann ist egal. Dann können wir ja wild um uns schießen. Von diesen Türmen kommt nichts Gutes. Hoffentlich räumt da bald jemand mal auf. Kane wird sich darum kümmern. Wirst schon sehen. Und wenn nicht, was dann? Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Tue ich nicht. Aber das komische Gefühl bleibt. Diese Vorposten der Schatten sind eine echte Bedrohung. Etwas Feuer könnte das Problem lösen. Ha, der Vorschlag kann nur von einem Wächter kommen. Wenn du wüsstest, wie oft mir ein Feuerball schon den Arsch gerettet hat. Da verlasse ich mich lieber auf das Wissen unserer... Schon viel besser. Tut mir leid. Tut mir leid. Unterhaltet euch ruhig weiter. Jetzt räumen wir erst einmal hier ganz kurz auf. Die Bucht zumindest, bevor wir dann die Großoffensive starten. Und dazu zählt auch dieser grausame Ghoul. Steht mir nicht im Weg rum, Freunde. Ist doch nicht so schwer zu verstehen. Und deswegen hasse ich NPCs im Kampf. Ich würde den Kampf lieber alleine machen. Da habe ich alle Freiheiten. Man kann mich austoben und muss nicht darauf achten, die nicht zu treffen. Oder wenn es halt wenigstens kein Friendly Fire geben würde. Aua!
Okay, ich glaube, die Bucht wäre dann fürs Erste geräumt. Dann gucken wir mal, du hast doch sicher noch was zu tun. Mit wem wir hier alles reden können. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Blitz ist die einzig wahre Lösung. Man nennt es ja nicht umsonst Blitzkrieg. Stimmt's bei uns? Wer? Wer fehlt denn? Jafar? Edward? Patty? Mendoza ist da. Wer fehlt? Polly! Polly ist doch auf dem Schiff. Wir haben diesen Talisman, dessen Rezept wir gefunden haben, nicht hergestellt, fällt mir gerade ein. Meinst du, wir könnten dein Talent auf dieser Insel einsetzen? Ich glaube nicht. Ach ja? Ich soll die Schatten bezirzen? Vergiss es, okay? Es wäre zumindest ein sehr interessanter Anblick. Gut. Manche würden Geld dafür bezahlen. Es fehlt jemand aus der Crew. Ach ja? Mendoza ist weg. Nein. Weiß. Ich habe Mendoza seinen Seelensplitter wiedergegeben, sodass er verschwinden konnte. Ich schätze, den sehen wir nicht wieder. Und wer steht dann da vorne? Du hast Mendoza seinen Seelensplitter wiedergegeben? Ja, tut mir leid. Warum zur Hölle? Ich hielt es für keine gute Idee, Mendoza weiter hier zu behalten. Du bist einfach nicht bösartig und hinterhältig genug für so jemanden an Bord. Er wäre uns nur in den Rücken gefallen. Warum tötet mich Mendoza nicht? Jetzt hätte er die Chance dazu. Er hat Angst. Ich will, dass du deine Mission zu Ende bringst. Du kämpfst für die Menschheit und somit eigentlich auch im Sinne seiner Ideale. Aber wer weiß das schon genau? Ich sage, er hat Angst. Mendoza ist also weg. Ja. Selbstverständlich. Und wer ist das hier? Lass mich endlich frei, du Dreckskerl. Nein, erzähl mir lieber noch etwas über das Schattenreich. Ha, das wirst du alles bald selbst herausfinden. Ich werde dann bei deinen Überresten stehen und über dich lachen. Na schön, dann warte damit gefälligst, bis es soweit ist. Mit Vergnügen. Hoffentlich ist es ein qualvoller Tod, der dich ereilt. Muss ich das jetzt verstehen? Ich dachte, der hatte seinen Seelenstein. Warum können wir jetzt mit dem wieder reden? Das ist komisch. Na, ist egal. Wir nehmen Patty mit und stellen uns. Nee, dazu brauchen wir Mist. Zerbrochene Klinge. Kalados Krönungsschwert. Ja, komm, stell her. Kriegen wir noch ein bisschen Erfahrung. Wir wollen eine Goldschmiede eigentlich. Wir beobachten dich, Zivilist. Alter, ich bin der Anführer von euch allen, aber egal. Hier, Goldschmiede. Goldschmied. Warum bist du kein Goldschmied? Wer kann mir Goldschmieden beibringen? Artefaktorium. Kannst du wahrscheinlich das auch kann nicht. Ich nicht. Natürlich. Alter, was kannst du eigentlich? Sieht Jake. Schlimm aus hier. Ich hätte mich für diese Kacke nie melden sollen. Wovon redest du? Stell dich nicht so an. Wovon redest du? Wovon ich rede? Schau dich doch mal um. Hier kann man sich vor lauter Schattenviechern ja kaum aus dem Lager trauen. Als gefragt wurde, wer sich um die Ausrüstung kümmern soll, hätte ich wirklich meine Hand unten lassen sollen. Jetzt sitze ich hier fest in dem Mist. Du hast Angst. Natürlich habe ich das. Hier gibt es nichts. Nichts zu fressen. Keine Menschen außer uns. Hier gibt es nur den Tod. Ich wünschte, ich wäre in einer Kneipe. So eine Kacke. Weichei, wir werden hier alle heil wieder rauskommen. Wir werden hier alle heil wieder rauskommen. Hoffen wir, dass du recht hast. Ausrüstungsleiter ist doch ein guter Posten. Hast du es denn nicht mitgekriegt? Was denn? Wir haben uns völlig verrechnet. Die Dämonenjäger waren dafür zuständig, auszurechnen, wie viel Nahrung und Waffen wir brauchen. Wir haben viel zu wenig von beidem. Jetzt bin ich der Arsch, der entscheiden muss, wer eine neue Waffe bekommen darf und wer nicht. Und dann nehmen wir die Waffen unserer Feinde. Hast du schon einen Plan? Dann nehmen wir die Waffen unserer Feinde. Den Gedanken hatte ich auch schon. Nicht weit von hier steht ein Waffenlager dieser dunklen Brut.
Wenn wir das einnehmen könnten und den Weg dorthin gesichert hätten. Tja, aber das ist nicht ganz einfach und momentan kann ich hier niemanden entbehren. Ist ja nicht so, als könnte ich diese Insel im Alleingang säubern, ne? Sag ich ja nur. Wo befindet sich das Waffenlager? Lauf von hier aus einfach geradeaus nach Osten. Dann wirst du es schon irgendwann sehen. Warum greifst du es nicht selber an? Hey, ich wurde abgestellt, die Vorräte zu überwachen. Ich bin nicht hier, um neue Vorräte zu beschaffen. Ich werde die Schatten im Waffenlager für dich töten. Damit würdest du uns allen einen riesen Gefallen tun. Wenn wir ausreichend Waffen haben, werde ich dir auch eine geben. Dann brauche ich ja nicht mehr knauserig sein. Wenn ich dir Waffen beschaffe, willst du mir eine abgeben? Wie großzügig. Hey, du sollst ja nur den Weg freimachen. Die Waffen beschaffe ich dann selber. Es soll nicht zu deinem Schaden sein. Und wenn du etwas Wertvolles dort findest, kannst du es ja behalten. Das Angebot nehme ich gerne an. Aber ich hätte ehrlich gesagt lieber irgendjemanden, der mir noch ganz kurz so auf die Schnelle Goldschmieden beibringen kann. Oder meinetwegen auch etwas für mich schmiedet. Oh, eine Kiste. Mit Fisch. Das können wir ja den einen Inquisitionstypen mitbringen. Wir beobachten dich, Zivilist. Ich beobachte dich, Soldat. Wo sind denn eigentlich Eldrick und die ganzen Leute? Edward, Jafar. Hier. Kane. Bald wird das alles ein Ende haben. Dafür werden wir schon sorgen. Die dunkle Brut hätte sich niemals mit uns anlegen dürfen. Sie werden schon sehr bald feststellen, dass diese Welt uns gehört. Wenn wir dafür ein paar Menschen opfern müssen, dann soll es so sein. Schicker Mantel. Wäre gut, wenn es nicht sein müsste. Sehe ich auch so. Wäre gut, wenn es nicht sein müsste. Ich wünsche mir natürlich, dass wir das hier überleben, ohne jemanden von uns opfern zu müssen. Aber ich bin bereit, es zu tun, wenn es sein muss. Und du? Hast du nicht einen Job zu erledigen? Keine Sorge. Wir wissen, was zu tun ist. Dann ist dir gut. Wie ich sehe, war es eine gute Entscheidung, dich zum Feldherrn der Truppen zu machen. Das werden wir erst sehen, wenn wir die Schlacht gewonnen haben. Alles steht und fällt mit dir. Wenn du deine Aufgabe nicht erledigst, sind wir alle verloren. Was ist denn meine Aufgabe eigentlich? Erklär mir deinen Schlachtplan. Du musst zum Hort des Bösen vordringen. Nekrolot weiß bestimmt schon, dass wir hier sind. Also beeil dich. Finde deinen Geist und dann schicke diesen Dämon wieder zurück ins Schattenreich. Ich verstehe. Irgendwo in der Mitte dieser verfluchten Insel, vermute ich, wird er sein. Alle anderen werden versuchen, seine Schergen zu beschäftigen. Wir haben Berichte über Waffenlager der Schatten erhalten. Ich habe schon ein paar Männer darauf angesetzt, aber ich bräuchte jemanden, der mir von den Lagern berichtet. Um genau zu sein, brauche ich jemanden, der sicherstellt, dass diese Lager unter unsere Kontrolle gebracht werden. Wie wäre es mit mir? Du bist unser wichtigster Mann. Wenn dir was passiert, sind wir alle verloren. Ich pack das schon. Ach, was soll's. Ich werde dich eh nicht davon abhalten können. Also, wenn du dich dieser Aufgabe gewachsen siehst, gehört sie dir. Ich werde mich um die Waffenlager kümmern. Es gibt zwei Stück im Osten. Am besten sprichst du mal mit Jake, falls du es noch nicht gemacht hast. Bei dem anderen findet sich außerdem eine Brücke, die wir unbedingt halten sollten. Zwei weitere Lager findest du im Norden, eines auf der anderen Seite der Insel und eines vor dem Berg hinter den zwei Türmen. Bringe mir Nachricht aus allen vier Waffenlagern. Aber wehe, du kommst mit schlechten Nachrichten zurück. Komm nur wieder zu mir, wenn du sichergestellt hast, dass die Waffenlager unter unserer Kontrolle sind. Alles klar. Ja, ich sehe schon, ich glaube, der Plan, das Spiel in dieser Aufnahmesession durchzuspielen, der wird wohl nicht aufgehen. Wie sicher ist die Anlegebucht? Sicher? Auf dieser Insel ist nichts sicher. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jeden töten, der sich uns in den Weg stellt. So einfach ist das. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir sollten die Wachposten aufstocken, wahr gesprochen. Wir sollten die Wachposten aufstocken. Und was dann? Gemeinsam am Lagerfeuer Geschichten erzählen? Nein, so werden wir hier nie Fuß fassen. Wer Sicherheit will,
muss erst einmal vor seiner eigenen Haustür kehren. In der Nähe ragen zwei große Türme in die Höhe. Das Pack treibt sich dort herum und blockiert die Wege. Wird Zeit, ihnen in den Arsch zu treten. Schatten verkloppen? Da bin ich dabei. Warum genau wirst du dich kümmern? Ich presche zu den zwei Türmen vor und nehme die Biester auseinander. Wenn du willst, dann begleite mich. Müsste das nicht eigentlich heißen, worum wirst du dich kümmern? Ich möchte ein paar Dinge wissen. Aber mach schnell. Ich habe zu tun. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen? Du sprichst von den Kieler und den Magiern. Jeder steuert etwas zu diesem Krieg bei. Mir steht es nicht zu, über die Vorgehensweisen der anderen zu urteilen. Aber wenn es ums Kriegführen geht, macht uns Dämonenjägern so schnell niemand etwas vor. Wie denkst du über Necrolord? Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er ist der Titan des Todes. Der Sinn seiner Existenz ist es, sämtliches Leben auf dieser Welt ihm zu unterwerfen. Wenn wir ihn nicht aufhalten können, ist alles verloren. Darum wurde vor langer Zeit der Orden der Dämonenjäger überhaupt gegründet. Dies ist unser einziger Zweck. Wie siehst du den Krieg gegen die Schatten? Necrolord hat die armen Teufel hier zu willenlosen Tötungsmaschinen gemacht. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Unsere Aufgabe ist es, ihr Leid zu beenden. Und solange ich lebe, werde ich dafür Sorge tragen, dass wir genau das tun. Kannst du mir etwas beibringen? Natürlich. Zeig mir, wie ich rohes Fleisch essen kann. Natürlich. Kein Problem. Ich möchte mehr kritische Treffer landen können. Natürlich. Kein Problem. Ist es mit Fernkampfwaffen? Mit Fernkampfwaffen und schmutzig... Ja gut, dann ist egal. Lass uns die Schatten jagen gehen. Gut. Wollen wir doch mal sehen, was die Brut drauf hat. Mir nach. Ja, Moment. Wir wollen noch ganz kurz mit den anderen Leuten reden. Wir haben ja bestimmt noch ein bisschen Zeit, oder? Mit dir an der Spitze und unserer Flotte im Rücken kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und wenn doch? Dann solltest du besser eine gute Ausrede haben. Ich schick Patty einfach vor. Oh. Nein, verdammt, falsche Taste gedrückt. Turmwächter und Schattenlord des Zorns. Hat sich doch gelohnt, hier nochmal vorbeizuschauen. Und da habe ich noch einen Teleportstein gesehen. Normalerweise würde ich in der Nähe solcher Bauten einen Schatz vermuten. Weiter geht's. Aber was hier begraben liegt, kann gerne begraben bleiben. Das sehe ich aber auch so. War's das? Und ich dachte, auf Kalador wäre die Lage schlimm. Ach, das war's schon. Die Gegend um die zwei Türme ist sauber. Die Biester werden sich von der Attacke hoffentlich nicht so schnell erholen. Hier, kannst deine Wunden damit flicken. Dankeschön. Mit 100 Gold wird das bestimmt funktionieren. Dann suchen wir jetzt aber trotzdem erstmal die anderen Mitstreiter von uns. Besonders Eldrick und Chani. Und wer sonst auch hier so rumsteht, mit dem man quatschen kann. Bevor wir die Insel unsicher oder sicher machen. Die Goldmünzen da unten lasse ich mal liegen. Ah, ein goldenes Zepter. Haben wir schon gefragt, was ich hier oben soll. Hier ist ja nichts. Kann ich hier runterspringen? Ohne zu sterben? Ja, passt. Eldrick! Eldrick! Ach, ist nur so eine elende Schattenwaffe. Ja, Schattenwaffel wäre mir irgendwie lieber. Eldrick, wo bist du? Ich möchte Hallo sagen und schauen, ob es dir gut geht.
alter Halunke, den wir noch aus Risen 1 kennen. Ich höre nicht mehr auf den Mist, den man sich so erzählt. Da geht's auf unser Schiff, auf die anderen Schiffe kommen wir wahrscheinlich nicht. Und hier unten ist auch nicht wirklich was. Die sind aber schon hier, oder? Also, hier in der Bucht. Ich meine, wo sollten die sonst sein? Patty, hast du Eldrick gesehen? Hier ist noch eine Jadeart. Oh. Und hier sind die restlichen grausamen Ghule und der grausame Wächter, oder was ist für ein, genau, grausamer Schattenwächter. Na komm her, Mistvieh. Ach Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Hier scheint Eldrick also auch nicht zu sein. Ach, hier ist schon das Waffenlager. Das ist ja alles sehr nah beieinander. Da ist die Insel gar nicht so groß, wie ich ursprünglich dachte, oder? Ja gut, es war jetzt auch nur so ein kleiner Teil. Es wäre halt schon interessant zu wissen, wie lange man hier braucht, wenn man die ganzen den ganzen Lagern so noch erobern muss. Wie viel dann quasi noch dazukommen, weil eigentlich könnte man ja auch da einmarschieren und, ne? Ihr versteht schon. Aber naja, in der nächsten Folge suchen wir dann weiter nach Eldrick, weil hier scheint er zumindest nicht zu sein. Irgendwo, die sind doch mitgekommen, oder? Die hatte ich doch vorher gesehen, glaube ich. Naja, wir sammeln hier noch mal ganz kurz die Jade ein und dann sagen wir in der nächsten Folge auch zumindest Jake und so Bescheid, dass hier ein Waffenlager ist und dann holen wir die anderen Sachen auch noch. Und in diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann.